Unglaublich, aber wahr. Guten Morgen, es ist schon wieder Freitag und Zeit für die Frage. Und heute geht es mal wieder um Sprache, denn diese Woche ist mir verstärkt etwas aufgefallen und du weißt ja vielleicht, dass es, wenn du an deinem Verhalten etwas ändern möchtest, immer einfacher ist, erstmal bei den anderen zu gucken, als bei sich selbst. Bei den anderen fällt einem das viel eher auf und dann ist man auch eher bereit, bei sich selber mal zu gucken. Also jedenfalls so meine Erfahrung auch mit meinen Mandanten. Und heute möchte ich dich einladen, darauf zu gucken, wie oft irgendjemand in deiner Umgebung sagt, ich muss. Und dann schau gerne auch mal bei dir, wie oft sagst du, ich muss. Und dann fühl da mal rein. Was macht es mit dir, wenn du sagst, ich muss? Führt das dazu, dass du sagst, juhu, ich kann das machen? Oder ist es eher so, dass sich in deinem Magen etwas zusammenballt und dass du die Stirn runzelst und den Kopf senkst und denkst, und so tief einatmest und denkst, ah, ich muss. Und dann mach dir bewusst, du musst tatsächlich nicht. Aber da kannst du gerne mal mit mir weiter drüber diskutieren. Erstmal geht's bei der Freitagsfrage nur darum, die Bewusstheit zu erhöhen. Wie nutzt du deine Sprache? Sagst du oft in deinem Leben, ich muss? Dann ist es, glaube ich, nicht so leicht. Wenn dir das schon mal bewusst wird, dann ist das Schritt 1 in eine mögliche Veränderung. Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende, deine Paragraphen Silvia. Und wenn du mehr von diesen Fragen magst, wer fragt, der führt, ist der Kurs, den ich habe. Da geht's aber nur, da kriegst du nur die Fragen und das ist nur, also kein Kurs zum Lernen beziehungsweise zum Selbstlernen. Das stößt etwas in dir an und dann kannst du entscheiden, vielleicht mal bessere Fragen, die dich weiterbringen, dahin, wo du hin möchtest, in deinem Leben zu stellen. Mach's gut und wir sehen uns und sprechen uns und hören uns. Ciao, ciao!